Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Die Realität sieht aber anders aus, denn Leiharbeitskräfte verdienen in der Regel deutlich weniger als die Stammbelegschaft. Unsere grüne Haltung zur Leiharbeit ist bekannt und die ist immer noch gleich. Wir wollen Equal Pay, also gleichen Lohn für gleiche Arbeit, und zwar ab dem ersten Tag. Und dann braucht es übrigens auch keine Höchstüberlassungsdauer. Diese Regelung wäre einfach, sie wäre zielführend und vor allem auch gerecht. Wir sind jetzt in der Ampel, und das war natürlich dann, diese Haltung war nicht konsensfähig. Im Koalitionsvertrag haben wir aber immerhin vereinbart, dass wir im Falle einer europäischen Rechtsprechung genau prüfen, ob und wie wir das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz reformieren werden. Und hier hat sich was getan. Der EuGH hat geurteilt, dass Leiharbeitskräfte nur dann schlechter bezahlt werden dürfen als Stammbelegschaften, wenn sie einen angemessenen Ausgleich für die Lohnungleichheit erhalten. Das Urteil stärkt die Leiharbeitskräfte und wird zwangsläufig einiges verändern. Und auch wir als Ampel werden uns dann damit beschäftigen. Ja, und wenn es um Equal Pay geht, dann geht es aber auch um eine andere, um eine wesentlich größere Gruppe. Auch wenn im Antrag der Linken von nichts steht, möchte ich dennoch etwas zur Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt sagen, zumal letzte Woche ja auch Equal Pay Day war. Niemand darf bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit wegen des Geschlechts benachteiligt werden. Und dennoch bekommen Frauen immer noch durchschnittlich rund 18% weniger Lohn als ihre männlichen Kollegen. Werden die Faktoren Arbeitszeit und Erwerbsbeteiligung berücksichtigt, dann ist das der neue sogenannte Gender Gap Arbeitsmarkt, und der liegt sogar bei 39%. Und das zeigt sehr anschaulich den Handlungsbedarf. Frauen verdienen einfach mehr. Das Entgelttransparenzgesetz reicht da nicht aus, und deshalb werden wir auch als Ampel das Gesetz weiterentwickeln. Und am besten wäre es, wenn wir natürlich ein echtes Entgeltgleichheitsgesetz auf den Weg bringen würden. Notwendig ist auch, dass Frauen Unterstützung von Verbänden bekommen, damit sie nicht alleine klagen müssen, denn diese Lohnlücke ist einfach nicht akzeptabel. Das ist die Situation. Und gleichzeitig leiden die Unternehmen unter Arbeits- und Fachkräftemangel. Und deshalb müssten eigentlich die Unternehmen auch das Interesse haben, die strukturellen Unterschiede zu reduzieren, also Arbeitszeit und Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen. Und das geht wirklich, und zwar mit guten Arbeitsbedingungen. In einer modernen Gesellschaft brauchen Frauen und Männer mehr Zeitsouveränität, um Care-Arbeit, um Arbeit und Leben besser miteinander zu vereinbaren. Und dafür müssen wir beispielsweise die Brückenteilzeit reformieren. Wichtig wäre auch, dass Frauen Lage und Ort der Arbeitszeit mehr mitgestalten können. Frauen würden dann mehr und länger arbeiten. Ich bin da mir ganz sicher, weil Arbeit besser ins Leben passt. Mein Fazit ist also, gute Arbeitsbedingungen, gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit ist Ausdruck von wirtschaftlicher Vernunft. Das ist Voraussetzung für Gleichberechtigung, und das ist vor allem eine Frage der Gerechtigkeit. Vielen Dank.